Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ne, Odin war shoppen. Das wird auch diesmal wieder was längeres, weil wir haben jetzt, Mai. Ich bring März und Mai, bring immer, schon in der Schulzeit, na egal. Wir haben jetzt also Anfang Mai. Und ich hatte ja schon ein bisschen so Update-Videos im April gemacht. Beziehungsweise das letzte war ja das vom Osterangebot, wo ich beim Osterangebot für meine Mutter und zugegriffen habe und für mich was geholt habe. In der Hoffnung, dass ich hier halt, also ich so Thermostate für die Heizung geholt. Also hier habe ich dran, ich habe jetzt überall eine Wohnung, habe ich die jetzt dran. In der Hoffnung, dass ich da ein bisschen Heizkosten spare. Weil ich hatte ja schon mal welche dran, nicht in allen Räumen, von Devolo. Doch, Devolo, aber die sind mir kaputt gegangen. Also die sind defekt, die gingen nicht mehr. Also der Motor ist dann nicht mehr gegangen. Und dann habe ich wieder die normalen angemacht. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt bei dem Angebot muss ich zuschlagen. Also das Vierer-Angebot-Pack war nicht günstiger, aber das Zweier-Angebot, also zwei Stück, habe ich dann halt zweimal zwei Stück gekauft, war ich um die 20 Euro weniger als beim Vierer-Paket. Also ordentlich gespart. Das Einer war auch günstiger. Einer und Zweier, das Vierer nicht. Also habe ich lieber zwei Pakete gekauft. Und dann macht ja nichts. Ob ich ein Paket hole, wo Vierer drin sind, oder zwei Pakete, wo Zweier drin sind, Hauptsache ich komme aufs Endergebnis. Hier in der Tüte habe ich jetzt alles drin, was ich so im April geholt habe. Weil da war ja noch mehr, außer die zwei Sachen beim Osterangebot, die sind ja speziell nur vom Osterangebot. Na, da habe ich dann halt mit Absicht nichts anderes drin genommen. Habe jetzt hier alles gespart und zusammengesammelt, was ich im April geholt habe. Und es ist wirklich viel mehr geworden, als ich eigentlich wollte. Ich habe viel zu viel ausgegeben. Ich musste mir Geld leihen, weil ich habe ein Angebot gehabt. Da musste ich zuschlagen, einmal wegen dem Angebot und weil bei mir was kaputt gegangen ist. Und zwei andere Sachen sind auch kaputt. Kommen wir gleich dazu. Und dann habe ich auch noch hier drüben im Karton, da sind schon zwei Sachen drin, die sind für den Mai. Ja. Weil da war auch wieder Angebot. Gott, wie viel habe ich gespart? Oh, ich weiß es nicht. Aber sind halt eine Sache ist wichtig, die andere Sache habe ich nur geholt, weil da stand, wenn du jetzt noch ein Produkt kaufst, kriegst du halt für einen halben Preis oder so. Ich glaube, sehr weniger als einen halben Preis bezahlt, habe ich 3 € bezahlt und habe gedacht, als Gimmick kann man es dazu nehmen. Normalpreis war, glaube ich, über 6 €. Ich weiß es nicht. Aber ich habe 3 € bezahlt. So. Also das war wirklich ein sehr durchwachsener Monat. Ein sehr, sehr durchwachsener Monat. Fangen wir mal mit dem Größten an. Also das habe ich jetzt hier drin, obwohl ich es eigentlich ja offiziell eigentlich nicht gekauft. Doch, eigentlich schon. Doch. Doch, ich habe es gekauft. Aber eigentlich auch nicht. Ich habe mir die MX Keys S Plus geholt. Ich hatte ja vorher die MX Keys Plus und jetzt habe ich die MX Keys S Plus. Warum? Meine MX Keys Plus ist kaputt gegangen. Also nicht kaputt gegangen, sie hat noch funktioniert, aber die Zahlen, achso, das sieht man hier jetzt schlecht, beim Zahlenfeld, ich habe es im Livestream ja schon gezeigt, das war alles beleuchtet und von hier an ist es dann halt weniger geworden, beziehungsweise die Zahlen waren dann schon gar nicht mehr beleuchtet und die Pfeile auch nicht. Ja? Und ich weiß nicht, woher das kam, warum und weshalb. Es kam einfach. Und da ich ja noch Garantie drauf hatte, habe ich dann bei Amazon gesagt, hier, das ist kaputt. Und da haben sie gesagt, was können wir denn machen? Die ist an sich ja ganz cool. Und dann sagt der vom Kundenbetreuung, also du willst nicht das Geld, so wie ich das verstehe, du willst eine neue. Sag ich, wenn das geht, Austausch, ja, dann gerne schon.
Da haben sie mir eine neue geschickt, die war sogar am nächsten Tag da. Ich habe die ausgepackt, da habe ich, glaube ich, so ein Video gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Hab sie angeschlossen. Alles ging. Ist mir okay. Im ersten Blick ist mir gar nichts aufgefallen. Abends dann gestreamt. Du wunderst mich, warum ist denn die auf der einen Seite so hell? Erhält ja fast den ganzen Tisch. Also hier bei der Shift-Taste, hier, da steht zwar jetzt hier auf dem Karton Shift drauf. In Wirklichkeit steht da nicht Shift drauf. In Wirklichkeit ist da ein Pfeil drauf. Das ist ja auch hier das QWERTY-Layout auf dem Karton, ist aber QWERTZ. Und da war der Pfeil nur zur Hälfte da und die andere Hälfte war weg. Da war halt komplett, das sah aus, als wenn einer mit einem Löffel drüber gegangen ist oder eingedrückt. Also das war für mich jetzt nicht so, so gute Augen habe ich nicht. Also entweder weggekratzt oder eingedrückt und dabei ist es weggegangen. Ich weiß es nicht. Die Verpackung war nicht beschädigt. Der Karton von Amazon war nicht beschädigt. Die Tastatur war in Papier eingelegt. Also umhüllt, so wie wenn ihr die halt neu kauft, also war ja auch endlich neu, aber ohne USB-Stick, nur mit Kabel. Und auch stand zwar auch Plus drauf, aber das war, also das Handkissen war auch nicht mit bei. Das habe ich halt von meinem dann weiter benutzt. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das kaputt sein konnte oder Materialfehler oder bei der Produktion oder es ist mir ein Rätsel. Dann habe ich bei Amazon angerufen. Amazon sagt, du hast ja schon ein Austauschprodukt. Ein zweites Austauschprodukt können wir jetzt so nicht machen, weil das ist ja noch da. Und dann haben wir auch gar nicht im Sortiment. Sei wie ist nicht im Sortiment? Und da habe ich erstmal mitgekriegt, da ist ja ein neues Ding da, weil ich danach gesucht hatte. Ja, und dann hat er gesagt, wir können das so machen, wir können das schnell anleiten. Also wenn du jetzt was Neues bestellst, wird eigentlich umgehend abgebucht, wenn du das schnellstmöglich zur Post bringst, kriegst du das Geld wieder. Ich hatte. Hälfte, Hälfte hatte ich, glaube ich, damals gemacht. Hälfte ging von der Bank, Hälfte war auf meinem Amazon-Konto. Und dann habe ich halt die bestellt. Die kam auch nächsten Tag. Ich habe die dann angebaut und ich war ja hier alleine mit der Kleinen. Ich konnte halt nicht zur Post. Wir hatten auch ein paar Termine und so. Und es hat sich nicht angeboten, dass ich da bei der Post vorbeikomme, weil wir haben hier keine mehr in der Nähe. Die ist jetzt hier nicht mehr. So. Egal, lange, egal. Und dann habe ich sie nächsten Tag hin. Also die kam, ich habe sie angebaut, geht super, habe alle Tasten überprüft, funktioniert. Die ist ein bisschen anders, Video kommt dazu. Und habe sie dann angebaut und habe geguckt, ob alles leuchtet, ob auch wieder so ein Materialdefekt ist oder so, war nicht. Und danach habe ich sie dann die anderen beiden zurückgeschickt. Also gleich zur Post gebracht. Und musste dann halt mir noch aufschreiben, was was ist. Also muss auf dem Karton, welche ist die rückgesendete, welche ist meine Original gewesen. Habe die dann halt so verpackt und habe die dann zurückgeschickt und gleichen Tag kam das Geld noch. Also, ich war bei der Post, sind wir dann nach Hause gefahren, war noch einkaufen, weil, wie gesagt, Post ist nicht in der Nähe, müssen wir ein bisschen weiter. Und waren sie zu Hause und dann war das schon Geld auf Amazon und dann habe ich auf Bankkonto geguckt, da war es noch nicht drauf, da kam es dann ersten Tag später. Also, da war der nächste Tag da. Aber auch ziemlich schnell. Und dann haben sie das abgebucht. Also, plus minus 7 €. Also die hat jetzt 7 € mehr gekostet als die, die ich vorher hatte. Also die normale Keys Plus. Die hatten sie auch für 99 noch was. Aber ich habe lieber gesagt 7 € mehr, weil ich wollte diese Handauflage unbedingt wieder haben. Ja, die ist. Ich weiß, viele mögen das nicht, wenn denn so von einer Handauflage ist oder so. Aber ich liebe das. Also ich mag das, wenn die Handauflage ist und dann kann da besser schreiben. Also mir gefällt das. Ich muss mir auch wieder eine neue für die Maus, muss ich mir auch wieder eine neue holen. Lange Geschichte. Die habe ich ja auch schon ein paar Jahre. Das ist so ein Billigartikel, das für 5, 6 € werde ich das irgendwann mal demnächst mir nochmal besorgen. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch schon was Neues, was cooles aussieht. So, die.
Dann kam das nächste. Also das ist jetzt vor kurzem gewesen. Also das andere, was da drunter ist, das ist alles davor gewesen. Das ist Anfang des Jahres gewesen. So, und dann ist meine MX Master 3S kaputt gegangen. Und ich habe die jetzt benutzt bis Ende des Monats, bis wieder Geld da ist, dass man dann wieder bestellen kann. Und weil ich wollte nicht ins Minus gehen. Die funktioniert noch. Die lasse ich auch noch hier. Die werde ich auch versuchen, beim PC-Mann reparieren zu lassen. Also da ist eine ganz kleine Sternschraube drin. So einen kleinen Sternschraubenzieher habe ich nicht. Sonst hätte ich da selber mal reingeguckt. Der Widerstand bei der rechten Maustaste, der funktioniert nicht. Da ist kein Widerstand da. Wenn ich die Taste so ein bisschen hochhebe, rinpuste, dann ist der Widerstand wieder kurzzeitig da. Also dann merkst du das Klick, Klick. Also du hörst es nicht, weil die ist wirklich sehr leise, aber du merkst sie, ne, den Widerstand. Das hält aber nicht lange an. 5 bis 10 Minuten, 20 Minuten, je nachdem. Und dann merkst du das nicht mehr. Dann drückst du darauf und es passiert was, aber du hast kein Feedback. Und das hat mich kirre gemacht. Weil du merkst doch nicht, ob die drückt sich ja auch nicht. Also die linke Taste, da merkst du, dass du ein Stück reindrückst. Da hast du so ein bisschen und das Feedback. Bei der linken, da hast du nicht reingedrückt, einfach nur rangeditscht und dann hat sie ausgelöst. Und wenn ich so leicht mal rangekommen bin und nicht wollte, hat die auch gleich ausgelöst. Hat mich kirre gemacht. Und dann habe ich die gleiche nochmal bestellt. Meine ist ja eine Rundan, also ist ja keine runterneuerte, ist ein Vorführmodell, die braucht keine Ahnung, hatte ich für einen schmalen Taler damals bei eBay geschossen, mache ich nicht nochmal. Und dann habe ich die gleiche nochmal bestellt und dann stand da 3 Tage. Sag ich, nee, dann nicht. Abbestellt, also storniert. Hab mir schon die X Master 3D, die MX Master 3S bestellt, aber ich habe mir diesmal die für Mac bestellt. Weil ich habe ja noch den Stick, weil bei meiner war ja kein Stick mit bei, hatte ich ja erst mit Bluetooth, den Stick habe ich mir dann nachträglich gekauft. Was ist denn für ein komisches Geräusch? Kann sein, dass ein Vogel auf dem Balkon ist. Ich habe ganz komisches Geräusch. Und hatte mir hier so ein USB-Stick extra gekauft. Brüllt. Ich bringe die Birnen immer durcheinander. Habe mir hier so ein Ding halt extra gekauft. Und der positive Effekt jetzt, dass ich die MX Keys S Plus und die neu habe. Hier war ja auch keiner mit drin. War einfach nur die Maus, aber die war genauso teuer. Aber halt am nächsten Tag bei mir. Und die ist halt schwarz, silber und nicht grau-silber. Also grau-grau. Und bei der MX Keys Plus war halt dieser neue Empfänger auch schon mit bei, mit diesem gelben Symbol, nicht mit dem roten. Und das ist gut, weil die sind jetzt beide, Tastatur und Maus, sind beide auf dem gleichen Empfänger. Also ich spare mir jetzt einen Empfänger. Ja? So, weil kaputt war. Das ist jetzt alles nur kaputt. Ach so, die Bienensachen, die packen wir noch weg. Dann habe ich bei Otto bestellt. Da muss ich so machen, dass man das Etikett nicht sieht oder kriegt es ab. Ja. Bei Otto habe ich bestellt, weil ich von Otto eine Nachricht gekriegt habe, dass meine Punkte vom letzten Kauf, wo ich ja auch was zurückschicken musste und so, jetzt endlich wieder da sind. Und ich doch daran denken soll, dass die Ende April ablaufen. Also ziemlich genau 23. oder 25. April. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Bin mir überhaupt nicht sicher. Deswegen habe ich bei Otto bestellt. Ich hatte noch 15 Euro, was ich umtauschen konnte. Ich habe jetzt immer noch 200 oder knapp 300, 400 Punkte. Die kann ich aber nicht in einen neuen Gutschein umwandeln. Warte mal. Kostet der 5-Euro-Gutschein? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls, ich habe so viele Punkte drauf, dass ich kurz davor bin,
wenn ich nochmal was kaufe, also wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt noch Otto-Ab-Mitglied wäre, würde das angerechnet werden, dann könnte ich nochmal einen Gutschein für 5 € holen oder vielleicht sogar 10 Euro, je nachdem, wie viel mir hiervon angerechnet wird. Habe ich aber nicht, weil ich habe kein Otto-Ab mehr, weil es sich für mich nicht lohnt. Ich zahle dafür 9 € im Jahr. Mit dem Gratis-Versand und so, das ist alles gut und schön. Und mit dem Punkte-Sammeln ist auch gut und schön. Und mit dem Punkte-Ausgeben ist natürlich umso besser. Problem bei Otto Ab ist, es zählt nur für Otto-Produkte. Also nur Produkte, die Otto selber unter dem Namen Otto im Otto-Shop verkauft, wo dann steht Anbieter Otto, weil die haben sich ja eröffnet für andere. Da kann ich die Punkte einlösen. Die haben auch dieses Bezahlen haben sie auch komplett anders gemacht, was auf eine Art gut ist für alle anderen, aber für mich halt be total bescheuert ist. Also du kannst auch nur da die Punkte einlösen und auch nur da zählt gratis Versand. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, MX Keys da bestellst bei Otto und die wird halt von Firma XY angeboten, dann kannst du den Gutschein nicht einlösen. Also du kriegst, wenn du jetzt noch Gutschein hast zum Beispiel, also Guthaben auf dem Otto-Abkonto, kannst du dadurch nicht billiger bekommen. Der Gratis-Versand zählt da auch nicht, weil es kommt ja nicht von Otto, es ist ein anderer. Und deswegen lohnt sich Otto ab für mich nicht mehr. Und früher war das so, du hattest so wie ein Online-Banking, kann man sich das vorstellen bei Otto. Ich hatte dann so einen Verwendungszweck, die war immer die gleiche Nummer. Immer der Verwendungszweck war immer der gleiche. Und da habe ich Geld auf mein Otto-Konto eingezahlt und dann hat Otto sich das genommen, was für die Bestellung war. Das heißt, ich konnte auch mal, wenn ich sage, ach Mensch, ich will ja, jetzt ist bald Weihnachten, ich will ja demnächst noch Weihnachtsgeschenke bestellen, ich habe da so ein paar Sachen im Kopf, konnte ich auch schon mal sagen, im August sagen wir mal, Mensch, ich habe jetzt hier, was weiß ich, ein Spiel verkauft, ich habe 2 Spiele verkauft, habe jetzt hier 50 € noch auf dem Konto, weil ich habe 2 Spiele verkauft und habe mir davon Lebensmittel gekauft, also brauche ich die 50 € vom Konto nicht angreifen und habe die einfach an Otto überwiesen. Also ich habe mal Online-Banking, habe dann halt so ein Vor, also so ein, wie heißt das? Vordruck, Vorformular, Vordruck, 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 keine Ahnung. Bin dann halt auf Überweisung, habe gesagt, ich möchte einen Vordruck benutzen. Otto, zack. Und dann war der Vordruck da. Ich musste nur den Betrag eintragen und dann war das okay. Also ich habe mir das so gespeichert, ohne Betrag, als Vordruck. Habe dann gesagt, hier 50 € abschicken. Also dann noch eigentlich logischerweise und so. Zack, los. Und dann wurde das an Otto überwiesen und dann kam darauf an, um wie viel Uhr ich das gemacht habe. So zwischen 1 bis 2 Tage konnte ich dann auf Otto gehen, mein Konto, und dann habe ich oben so gesehen, wenn man kauft, wie viel offen ist und wie viel schon bezahlt ist. Und da war dann halt Betrag, also wenn du halt nichts offen hast, also wenn du halt nur so, da war dann Betrag, bumm, wenn da vom letzten Bestellen noch was übrig war, was weiß ich, sagen wir mal 53,90 €. Das ist mein Betrag, den habe ich. Und den kann ich denn jederzeit ausgeben. Und es ist halt jetzt nicht mehr so, dass du halt einen und denselben Verwendungszweck hast. Jetzt kriegst du jedes Mal einen neuen Verwendungszweck. Und du kannst halt auch nicht sagen, du überweist Geld auf dein Otto-Konto und dann ist es da. Und dann sparst du dir da ein bisschen was zusammen. Und wenn du sagst, jetzt reicht's, bumm, das wird kaufig, das kaufig, das kaufig. Das geht leider nicht mehr. Das war eine coole Aktion, aber ich schweife ab. Jedenfalls habe ich dann bei Otto was gekauft. Was ich unbedingt brauche, habe mir 2 Pakete bestellt, 2x6 Socken, Sneakersocken. Ist jetzt Marke, hat aber damit nichts zu bedeuten. Das ist einfach nur, das waren die einzigen in meiner Größe in Schwarz und direkt von Otto. Die anderen waren weiß und beige und was weiß ich, alle Türen komische Farben. Ich wollte aber Schwarz haben. Weil wenn ich im Sommer auch mal Latschen anhabe und so, wie sieht das aus mit Weißen? Das sieht ja aus wie. Nee. Und deswegen habe ich mir schwarz geholt. Und ich habe mir 2 Paar geholt, weil ein Paar ging nicht. Weil die haben 13 Euro. Ich habe keine Ahnung, wie viel kostet. Und 15 € Gutschein davon abziehen geht nicht, hat Otto gesagt. Weil ich muss
über den Gutscheinwert kaufen. Also habe ich 2 Pakete gekauft. Ja, ich hatte nichts anderes mehr gefunden. Ich wollte eigentlich noch eine Kleinigkeit für die Katzen oder für die Kleine oder Große oder Frau. Aber es war nichts von Otto direkt da, was mir gefallen hat. Alle anderen Sachen, alle Sachen, die mir gefallen haben, waren nicht von Otto, waren von Drittanbietern. Also habe ich gesagt, naja, ich brauche ja sowieso Socken, weil mir sind ganz viele Socken abhanden gekommen. Teilweise bei der Großen im Schubfach und einige sind ja auch wieder zu mir gewandert, aber ganz viele halt nicht. Die sind weg. Deswegen habe ich mir 2x6 Paar Socken, sind ja 12 Paar Socken geholt. In Größe 43, 46. Wir können ja mal eben ein Ding aufmachen. Damit sollte ich ja dann über den Sommer kommen. Also die Bewertungen habe ich danach gesehen, die waren halt nicht so pralle. Die sollen wohl dann in einer gewissen Zeit halt ziemlich schnell am Hacken oder was weiß ich durchgehen. Kann ich euch dann Ende des Sommers sagen. So, haben wir hier einmal 3 und hier nochmal 3. Die sehen dann halt so aus. Schwarz, unauffällig. Ja, also das ist jetzt, ne, steht halt nur hier oben halt vieler drauf. Ne, aber sonst sind die schön schwarz. Kein Muster, ganz unauffällig. Ja, ein bisschen durchgucken kann man. Sind gut stretchbar. Ja, somit habe ich jetzt neue Socken. Dann können wir den Oakley aufmachen. Ich habe für den Sommer, habe ich jetzt noch, ich habe letztens nachgezählt, weil ich mir vor dem Sommer ja schon welche kaufen musste, die auch wieder verschwunden sind, viele. Davon sind jetzt noch, also meine Playboy-Socken sind komplett weg. Also ich hatte welche bei Kiki geholt, da war ein Playboy-Bunny drauf. Nicht, weil Playboy Bunny drauf war, das waren auch wieder die einzigsten in meiner Größe. Und die sind weg. Davon habe ich eine Socke. Eine ist noch da. Alle anderen sind weg. Und dann hatte ich so schwarze geholt mit irgendeiner roten Schrift. Also entweder ist die Schrift rot oder die Schrift ist weiß. Und dann so schwarz-rot, weiß-rote Streifen und der Name. Frag mich nicht. Auch bei Kick. Ja, davon habe ich jetzt noch 2 oder 3 Paar. Also einmal rot, einmal weiß und einmal ist eine rote Socke und immer ist eine weiße Socke. Also ist ein Paar, aber halt verschiedene. Und die sind dann alle weg und dann brauche ich ja neue. Ja, habe ich jetzt hiermit getan. Hab neue Socken. So. Dann das wird ziemlich lang heute. So, wie viel Akku habe ich noch? Ja, das geht. So, dann habe ich bei Penny, wir gehen ja mal zu Penny einkaufen, da sammeln wir ja Punkte, also Penny und Lidl. Momentan Penny eher wegen so 1-2 Sachen, Lidl wegen ein paar anderen Sachen. Was habe ich denn hier? War da auch was drin? Was ist denn das? Habe ich denn da drin gehabt? Xanpai. Was habe ich denn da drin gehabt? Ach, da war das Geschenk für Frauchen drin. Aber da hatte ich ja schon ein Video gemacht. So, okay. Gut. So. So, wie gesagt, wir gehen ja immer zu Lidl und zu Penny. Meine Mutter geht auch gerne bei Penny und bei Lidl. Liegt in der Einfuchsschneise. Und da sammeln wir Punkte. Bei Lidl mache ich halt mit der Lidl Plus App. Das ist auch ganz gut. Da hast du mal was gratis oder was weiß ich. Aber bei Penny kannst du Punkte sammeln. Aber Penny hat halt nicht alle Sachen und manche Sachen sind da auch nicht so gut. Und mit dem neuen Design, man findet sich kaum zurecht. Und aber irgendwie sind mit den Punkten jetzt auch extrem viel geworden. Man muss richtig viele Punkte sammeln, um was zu bekommen.
Achso, das andere ist jetzt gar nicht mit bei. Scheiße. Das hat Frauchen oben. Mist. Jedenfalls haben wir dann Punkte gesammelt. Meine Mutter hat mit Punkte gesammelt und die Nachbarn von meiner Mutter haben auch Punkte gesammelt und haben sie meiner Mutter gegeben, netterweise. Mutter hat sich nämlich auch ein bisschen was geholt. Ich habe einmal so eine Lunchbox. Ja, so, leider gibt es die nur in so einem komischen Kackgrün. Ja, soll auch, ja, das graue, soll, also braune Etikett soll an Bio erinnern, das ist scheißegal. Ja, ist so kackgrün, also die Farbe ist jetzt nicht so toll. Davon habe ich insgesamt 3 Stück. Wenn wir unterwegs sind, können wir uns damit essen, mitnehmen. Beziehungsweise, wenn wir in den Wildpark gehen oder zu Karls Erdbeerdorf. Ja, wir brauchen ja auch Wegverzehrung. Auf dem Weg dahin. Ja, das ist ja eine Weile hin. Und im Wildpark sind wir ja ohne Weile immer unterwegs. Und deswegen habe ich gedacht, das ist ganz gut. Ich habe dann noch so eine runde Auflaufform. Also nennt sich Auflaufform. Also eine runde Form aus Glas. Mit einem Deckel, den man zumachen kann. Frauchen wollte unbedingt rund an der Größe. Das ist aber oben bei Frauchen. So, wir haben hier 4 Nippel, die wir aufmachen. Ja. Wir haben dann hier eine kleine Dose mit bei. Da kann man dann zum Beispiel irgendeine kleine Soße reinmachen oder Mayonnaise oder was weiß ich. Wenn man zum Beispiel einen Salat da drin hat, kann man dann gerade eine kleine Dose. So, und dann haben wir hier Besteck. Das kann man hier so auseinander machen. Die haben hier so eine Vertiefung. Ja, ja, das ist einmal ein Löffel, eine Gabel. Und die klickt man dann einfach so ineinander. Und ein Messer. Das Plastik ist jetzt nicht so scharf, aber man reicht, um Fleisch oder irgendwas Kleines zu zerschneiden. Ja, das kann man dann hier einfach so zusammenklappen. Ja, dann hat man das. Dann haben wir hier oben so eine kleine Schüssel. Und unten halt was Größeres. Wir können das auch weglassen, aber ist halt schön, also weil es so tief ist. Wenn man hier voll macht bis oben hin, dann kann man das natürlich auch weglassen und macht das einzeln. Aber so ist es eigentlich ganz gut. So, dann ist das Essen da unten drin. Hier macht man das Besteck rein. So. Und es geht auch vernünftig zu. Also sieht zwar jetzt aus, als wenn es, seht ihr das, zu hoch ist, aber der Deckel, guck mal, der hat richtig fette Dichtung. Also das ist hier alles Gummi. Wenn wir das jetzt hier zumachen. Ja, also es ist nicht zu fest. Der Deckel kommt sowieso was höher. Also, ja, also es geht zwar nicht, dass das hin und her wackelt hier. Aber es ist halt auch nicht so, dass hier kaputt geht oder so. So, und wenn hier warme Speisen drin sind, haben wir hier noch. So, da können wir denn, dass die Luft entfeucht, Luft rauskommt, dass da kein Schwitzwasser bildet. Dann können wir wieder zumachen. So, 3 Stück. Die kann ich auch schon mal alles hier abmachen. Weil wir haben sie bis jetzt noch nicht benötigt. Ihr seht da, hier wackelt zum Beispiel hin und her. Ja? Alles ganz easy. So. Wir haben sie bis jetzt ja nicht benötigt. Weil Wetter ist halt nicht so doll. Aber demnächst wollen wir wieder mal zu Karls. Und wenn das Wetter wieder richtig Sommer ist, dann wollen wir natürlich auch wieder einen Wildpark. Und da werden wir sie auf jeden Fall benutzen. So. Dann habe ich mir, das ist mein Geburtstagsgeschenk, also wir haben jetzt Anfang März, April, Mai, Anfang Mai, wie gesagt. Ich denke mal, es wird laut meiner Planung, wenn ich das heute schaffe zu bearbeiten, hochladen, die Thumbnail bleibt ja gleich, die Links zusammensammeln und alle drum und dran, sollte es mit, ja, wenn YouTube halt nicht so lange braucht, sollte es morgen, ich werde es jetzt nämlich gleich im Anschluss bearbeiten und gleich hochladen, so einen Tag einrechnen, Samstag, also wenn es morgen, also am 4. fertig ist, also mit, dass YouTube sagt, die Bearbeitungszeit ist zu Ende, es steht in 1080p mit 50 FPS zur Verfügung, weil ich mit 50 FPS ja auch aufnehme mit der Kamera, dann werde ich es natürlich für den 5.
5. planen, also morgen dann planen, dass es dann morgen planen, dass es übermorgen online kommt, dass ihr dann übermorgen sehen könnt. So, wie gesagt, es ist dann, wenn ihr das seht, etwa einen Monat her, weil ich habe am 5.4. Geburtstag, da habe ich mir die gegönnt. Da habe ich ja seit November drauf gespart. Die Live Gamer, kann man so sehen? Live Gamer 4K 1.2. Ja, das ist auch, die Bezeichnung ist GC575. Ich hatte schon die 573 verbaut, jetzt habe ich die 575 verbaut. Ich benutze sie ja schon eine Weile, sie hat VR, Alm hat sie nicht. Aber es, die ist wirklich, die sieht erstmal geiler aus als die, die ich vorher hatte, ist kleiner. Das, mit dem LED sieht cooler aus. Ja, ich kann, hat 4K mit 1440, also 4K mit 144 Hertz. Mensch, was, mein Monitor kann ja nur, ne doch, der kann jetzt so ja, glaube ich. Ne, der kann 120. Der kann so ja mehr. Aber die PlayStation gibt ja nur 120. Und ich kann das halt am neuen Monitor, da kommen wir gleich dazu, auch nutzen. Voll geil. Voll geil. Also ist, die Aufnahme ist eigentlich so wie vorher auch. Ja, also ich kann weiterhin nur mit 4K 60 FPS aufnehmen. Es läuft aber ein bisschen runder jetzt beim Aufnehmen. Also schneller, besser. Die Software ist leider immer noch nicht das verbessert worden, was ich seit Anfang an schon bemängel. Aber die Karte ist saugeil. Und vor allen Dingen Pass-Through. Also ich habe jetzt keinen Splitter mehr dran. Hier geht die PlayStation rein und dann kommt einer raus. Der geht dann hoch zum Monitor. Und da habe ich jetzt am Monitor 4K, 120 FPS, VRR. Alm wird leider nicht unterstützt. Aber vielleicht kommt ja noch ein Update, das sogar Alm unterstützen wird. Obwohl, mein Monitor unterstützt der Alm? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Saugeil, sauteuer. Aber da spare ich seit November drauf. Immer mal wieder was weggepackt. Das wollte ich unbedingt haben. Das war mir sehr wichtig. Um meine Zockqualität für mich zu verbessern. Und halt auch für euch die Aufnahmen ein bisschen zu verbessern. HDR, VRR, Pass-Through. Steht hier drauf. 4K 60 FPS Capture. VR und hinten, ja, ist in sämtlichen Sprachen. Entfesseln Sie die Macht zur Konsole und schaffen Sie das ultimative Erlebnis. Ja, ultimativ, also ist gut, ist sehr gut, aber ultimative Erlebnis wäre, wenn auch Alm unterstützt wäre, als Tipp. So, wir haben Spezifikationen. Wo haben wir denn? Maximal Pass-Through. 4K mit 144 Hertz und HDR. 1440p mit 144 Hertz, auch mit HDR. 1080p mit 240 Hertz und HDR. Maximal Recording halt 4K mit 60 und HDR natürlich, ist klar. Support, Resolution, 4K, 1080p, 1440p, 1080i, 720p, 576p und bla 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 bla. Ja. Saugeil. Saugeil. Hat sich definitiv gelohnt. So, dann, das wollte ich eigentlich, was ich euch jetzt zeige, wollte ich nicht, also jetzt noch nicht kaufen. Weil teuer. Aber jetzt war so ein geiles Angebot. Also ich habe praktisch ein Drittel gespart. Und mein Monitor ist ja sowieso, also der obere Monitor, der ist, hat irgendwie, also mal geht er nicht. Also ich weiß nicht, was, der ist ja auch schon etliche Jahre alt jetzt mittlerweile. Das ist ja immer noch der erste, den, wo ich damals den PC geholt hatte. Also den ersten PC, das ist ja jetzt schon umgebaut und neue Sachen und na egal. Und das ist immer noch der erste Monitor.
Und ja, der kam jetzt so ein bisschen 1080p gekurvt von Samsung. Und der ist jetzt in die Jahre gekommen und hat dann geflackert und dann war er weg und dann ging er mal wieder an. Und also mal war er da, mal war er nicht, mal ging er auch einen ganzen Tag. Und manchmal ging er dann gar nicht, egal ob ich den PC ein paar Mal neu gestartet habe oder halt, PC neu starten hat er damit nichts zu tun, aber ich habe gedacht, damit kann ich vielleicht irgendwas noch auslösen, an, ausmachen, Stecker ziehen, Stecker rein. Manchmal hat sich da gar nichts getan. Aber egal. Und da war dann jetzt ein geiles Angebot. Und da habe ich mir den Möbius geholt. Möbius? Fragt euch, was ist Möbius? Möbius ist ein Monitor. Und zwar der BenQ, muss ich jetzt mal drauflesen, EX10U. Den kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil der steht am. Der ist schon aufgebaut, den benutze ich ja schon eine Weile. Ich kann euch mal rüber. Videos kommen ja dazu. Das ist der da. Also praktisch der, der da gerade steht. Ja. So, jetzt könnt ihr mal die PC-Ecke sehen. Das ist der Möbius geradezu. Der EX, oh Gott, 10U? 10U. EX10U geradezu. Der da, der goldene, das ist der EW3280U. Und oben der hier, das ist der erste BenQ. Das ist der EW3270U, wenn hoffe ich alles richtig ist. Ja. Und jetzt kann ich halt viel besser zocken. Da wird auch noch ein Video geben, weil ich habe den ja updated. Im Fazit habe ich schon gemacht. Aber ich werde auch noch mal euch die Einstellungen zeigen oder werde ein Foto machen. Und also ich kann es ja halt, die Einstellungen kann ich nicht filmen. Aber ich Fotos machen von den Einstellungen und werde dann euch mal meine Einstellungen zur Verfügung stellen, die ich gemacht habe. Womit ich jetzt zocke und wo es eigentlich am geilsten aussieht, meiner Meinung nach. Für mich ist immer noch eine Kann. Also ein Finden. Und der Blaue halt raus. Ja, der hat 34 Kilowattstunden. Ja, der ist halt G. 32 Zoll. Jetzt habe ich alle 32 Zoll Monitore. Also drei 32 Zoll Monitore. Ja, auf dem zocke ich. Dann links läuft halt Discord und so die OBS und so die Begleitprogramme, wo ich, oder auch Mixer und so was, alles, was ich dann halt da einstellen kann. Und oben läuft immer der Stream, dass ich immer hochgucken kann. Läuft der Chat? Läuft der Stream? Wie ist die Bitrate? Also, was sagt YouTube? Ist halt gute Qualität, normale Qualität oder was weiß ich? Das läuft oben dann immer mit. Das ist alles, was ich im April geholt habe. Der Monitor hat nicht sein müssen, wenn der andere noch gegangen wäre. Aber das Angebot konnte ich nicht. Dann habe ich nur Geld geborgt. Sag ich auch so, wie es ist. Dafür hatte ich kein Geld. Da habe ich mir Geld geborgt. Das zahle ich jetzt ab. Die Tastatur habe ich 7 € mehr bezahlt. Die Maus habe ich jetzt geholt. Ja, eigentlich ist die Maus, zählt die Maus ja eigentlich jetzt schon Januar, Februar, März. April, Mai. Mai? Anfang Mai, weil so lange habe ich die halt noch benutzt und jetzt wurde dann halt, ging halt nicht. Musste dann halt gleich eine neue holt, wo die halt da war. Und es ist so erleichternd. Man merkt, wie er klicken und nicht. Habe ich jetzt was? Passiert was? Richtig nervig. Also das zählt eigentlich jetzt noch zu dem Paket, das war halt nur in einem anderen Paket und das habe ich gleich benutzt. Ja. Also die Maus ist eigentlich auch. Januar, Februar, März, April, Mai. Mai! Ja. Und das andere ist alles April. Aber jetzt wird es halt dann auch ruhiger. Jetzt ist alles erledigt. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist demnächst Farbe. In Katzennetz bin ich am Überlegen. Klebehaken für den Balkon, für den Tiger sicher machen. Und Farbe und so. Weil Kinderzimmer will ich streichen. Hier geht's noch. Hier hatte ich teilweise ja schon gemacht. Und was wollte ich noch? Küche wollte ich noch ein bisschen streichen. Da ist ja nicht so viel. Badezimmer bin ich am Überlegen. Flur möchte ich so grünlich lassen. Das ist okay. Gefällt mir. Das kommt dann halt im Sommer denn. So. Dann habe ich einmal das gekauft. Da ist aber nur noch eins davon da. Eins habe ich schon mit runtergenommen.
Ja, sieht man halt schlecht. Da ist der Mund, da sind die Augen. Ja, sagen wieder, eine Sturmmaske. Ja, sowas in der Art. Also eigentlich sieht sie aus wie eine Sturmmaske. Qualität ist auch okay. Weiß, ja, Sturmmaske weiß, ne? Passt ja nicht. Die habe ich über meinem Autositz drüber. Die wurde mir auch so angeboten, wo ich das andere bestellt hatte. Ich zeige euch gleich, was ich als erstes bestellt habe. Ja. Und zwar habe ich das hier geholt. Für mein Tigerbaby habe ich das geholt. Weil ich musste unbedingt... Sieht man das? Da sieht man es. Da. Näpfe mit einer Gummimatte. Ja. Ich musste für Tiger neue, musste unbedingt für Tiger neue Näpfe kaufen. Ich hoffe, dass es da keinen Schnurrhaarstress gibt. Also es ist für Hunde, Katzen, Rabbits und Guinea Pig. Also ich denke mal, die Meerschweinchen. Und hier ist halt drauf, was alles mit bei ist. Wir werden doch gleich auspacken. Weil der hat jetzt Metallnäpfe, klein, also und die habe ich schon ausgetauscht gehabt und so eine Anti-Rutschmatte und so. Und die Näpfe sind hier ein bisschen größer. Ja, ich hoffe, da hat er dann keinen Schnurrhaarstress. Also Schnurrhaarstress heißt, dass die Schnurrhaare, wenn die am Rand von der Schüssel rankommen, manche Katzen können das nicht ab. Die Katze von meiner Frau können das überhaupt nicht ab, deswegen hat sie flache Teller. Die kommen überhaupt, die haben absolut Schnurrstress, die kommen damit nicht klar. Wenn die die tiefe Teller haben und die fressen nur oben das ab und sobald das ein Stück runter geht, fressen sie nicht. Und jedenfalls habe ich das dann für Tiger geholt und weil es Keramik ist und schön aussieht und weil ich dann halt nicht zwei Dinger habe, sondern halt alle zusammen auf einem, eine Matte. Ja. Habe ich das geholt und das Baby braucht ja auch mal was Schönes. Und dann kann die komische schwarze Ding da weg und die Metallnäpfe und dann hat er Keramik. Das packen wir jetzt auch mal aus. Und dann beim Kaufen, ihr wisst ja, bei Amazon steht ja immer denn, weil da unten Produkte, Kunden haben auch das gekauft und was weiß ich. Aber ihr habt auch, müsst ihr mal gucken, wenn ihr das die Amazon-Seite ist, hier ist das Produktbild, hier ist der Name und dann ist halt so eine kleine Beschreibung und der Preis. Ist so etwa hier oder hier. Und dann habt ihr da manchmal so farbige Dings, so ein grünes Feld, 20% Rabatt, 5% Rabatt, sowas halt. Oder dann halt noch ein braunes mit Rabattschild, keine Ahnung, warum das manchmal braun, manchmal grün ist. Und manchmal habt ihr dann halt noch drauf, Sonderrabatt, Kauf 2 vom Hersteller oder extra Rabatt, 10%, was weiß ich. Und da war Rabatt hier drauf auf das Ding. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel Prozent, kann ich euch nicht sagen. Und unten drunter stand, wenn man halt noch was anderes kauft, bekommt man nochmal Rabatt. Also habe ich auch noch was anderes gekauft, habe hier nochmal ein bisschen Rabatt gekriegt und habe die an zwei Stück anstatt 6 Euro noch was für knapp 3 Euro gekriegt. Und habe hier aber auch nochmal 1, 2 Euro gespart oder so. Dadurch, dass ich das geholt habe. Habe ich gedacht, naja, das fand ich ganz, ehrlich gesagt, ich fand es auch ganz witzig. Meine Frau hat schon gesehen, hat sie gesagt, sieht ein bisschen gruselig aus, wenn man von Weitem guckt und alles schwarz und dann halt dieser weiße Kopf. Ich habe auch gedacht, weil bei Amazon ist es denn so, dass man da halt verschiedene Gesichter machen kann. Habe ich gedacht, dass das halt Draht um die Augen und um das Mundloch ist, dass man das anpassen kann. Ja, und dann halt die Augen ein bisschen, dass es dann halt fröhlich aussieht oder so. Aber ist ganz normal Sturmhaube, die man drüber zieht. Ja, in weiß. Stand auch für einen Tesla, aber geht bei meinem auch. Werde ich euch auch alles in die Videobeschreibung verlinken. So, was haben wir denn hier? Achso, extra mit Polster und Silber und so, dass auch nichts kaputt geht. Und was haben wir hier? Not happy. Just watch. Thank you. Oh, das ist aber lieb. Bedanken sich für den Kauf. Ja. So, und dann haben wir hier die Gummimatte. Die ist leider nicht wirklich erhöht. Die ist unten hier ein bisschen was dicker. Die Ecken sind ein bisschen verstärkt.
Also da würde ich vielleicht für Update-Modell, ja doch ein bisschen erhöht, leicht erhöht, das ist ganz, ganz leicht. Also da würde ich, für, also vielleicht sieht man es ja so ein bisschen. Also da würde ich sagen, für das nächste Modell die Ecken noch ein bisschen erhöhen. Ein bisschen. So. Ich mach mal so, dass ihr das vielleicht so ein bisschen sehen könnt. Also minimal ist es erhöht, ganz, ganz minimal. Da würde ein bisschen mehr, wir haben auch hier das HI stehen, da würde es nicht schaden, wenn es noch etwas mehr, ich lasse das jetzt mal ausliegen, naja, doch, geht schräg hoch. Auf der anderen Seite ist es weniger. Ja, mal gucken. So, jetzt Daumen drücken. Weil einige haben geschrieben, bei denen war halt ein Napf kaputt oder so. Jetzt Daumen drücken, dass bei mir kein Napf kaputt ist. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Also gibt es auch noch, ich habe jetzt 400 Milliliter oder so. Es gibt aber auch mit 700 Millilitern. Oder 800, ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Gibt es auch mit Goldrand. Ich habe halt mit Silber. Gold gefällt mir halt nicht so. Ha? Aus Keramik. Schön groß. Fürs Babychen. Sieht auch sehr schick aus. Grau. Hm? So. Dann haben wir noch eins. So, haben wir hier beide. Und dann haben wir hier ein Bambus gestellt. Das ist bei mir ganz gut. Weil einige haben geschrieben, dass das halt schlecht verleimt oder vernagelt ist oder klammert oder so, dass es bei denen halt uffi, hier uffi-young ist. Ist bei mir nicht. Ist von beiden Seiten gut, sieht es gut verarbeitet aus, verleimt. Kann ich mich nicht beschweren. Ja. Und da kommen dann die Näpfe so reingestellt. So, dann sieht das so aus. Ja, die stehen halt nicht pur auf der Anti-Rutschmatte. So. Nur das steht halt, das Holzgestell steht auf der Anti-Rutschmatte. So. Ah, da freut mich. Das werde ich gleich fürs Tigerbaby fertig machen. Da wird er sich freuen. Ja, das war's. Eigentlich. Sonst habe ich nichts. Ja doch, den online habe ich halt, ich habe bei COD habe ich mir im April ja den Battle Pass gekauft. Aber sonst eigentlich nichts weiter, würde ich sagen. Ich würde sagen, jetzt sind wir durch. Das war's. Oder fällt mir noch was ein? In Polen haben wir auch nur Lebensmittel gekauft. Nö. Nö, das war's. War auch lange genug, würde ich sagen. Also das war mal wieder in XXL, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so viel, aber sehr teure Sachen mit bei. Ich werde euch alles in die Videobeschreibung verlinken. Vielleicht finde ich die Fila-Socken ja auch bei Amazon. Werde ich sie euch bei Amazon verlinken. Oder vielleicht mal gucken, Otto, wenn sie noch da sind, bei Otto auch. Ich guck mal, was ich alles verlinken kann. Manche Sachen gibt es dann halt auch nicht mehr. Das ist halt, ja, die MX Keys gibt es zum Beispiel bei Amazon selten, weil die ist ja nicht mehr. Aber die MX Keys S Plus, die, also die neue von mir, ich werde euch versuchen, die alte und die neue zu verlinken. Die sind eigentlich identisch. Der einzige Unterschied ist, da soll es ein bisschen besser sein bei der S jetzt. Die Anti-Beleuchtung weiter runter, dass halt nicht um die Tasten so viel leuchtet, sondern wirklich nur die Tastenbuchstaben. Die sind ein bisschen graziler, nicht mehr so dick wie, also nicht ganz so dick wie auf der MS Keys Plus. Und bei der S-Variante hast du Home halt zusätzliche Tasten, Smiley, Mikrofon und Mikrofon ist für Diktieren, Smiley für Smiley und was war noch?
Oh, was war denn das andere? Smiley, Mikrofon. Ach, und Manikiken mit so einer Welle. Oh, das ist halt dann Memo oder keine Ahnung. So, aber jetzt würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Jetzt geht es erstmal wieder sparen, sparen, sparen. Also eins habe ich noch, das kann ich aber nicht zeigen, falls meine Frau hier zuguckt, weil das ist ja für sie zum Geburtstag. Die hat in ein paar Tagen Geburtstag. Und Muttertag ist ja auch noch. Ich weiß nicht, ob ich ihr das zum Geburtstag oder zum Muttertag schenke. Deswegen kann ich das nicht zeigen. Das kommt dann vielleicht später. Ist eine Kleinigkeit. Aber ich habe eigentlich nicht vor, diesen Monat noch großartig was zu kaufen, weil ich habe jetzt alles, habe genug Geld ausgegeben. Teuer genug. Jetzt muss ja sowieso noch, den Monitor muss ich ja noch abbezahlen. So, dann würde ich sagen, das war's jetzt. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.